Herr Krollo, der Einbruch also heute an den Aktienmärkten in Japan, in den USA, aber auch bei uns hier in Deutschland, der DAX auch unter Druck gewesen, wir haben es schon gesehen. Erwarten Sie jetzt eine Trendwende am Aktienmarkt? Ja, also wir haben ja zuletzt enorme Kursgewinne erzielt beim DAX. Also das war sogar teilweise übertrieben, wie ich finde, da die Konjunkturnachrichten nicht unbedingt die besten waren. Es war klar, dass der Kurs nicht von heute auf morgen nochmal weitere 1000 Punkte gut machen kann, so wie wir es gesehen haben. Deswegen haben viele Anleger und Experten eine Korrektur auch erwartet und haben die Kurseinbrüche auf dem, ja, wie ich finde, stark überkauften und überhitzten Markt in Japan für Gewinnmitnahmen genutzt. Was die Märkte jetzt noch weiter unter Druck bringen könnte, ist die USA. Wir haben es eben gehört, auch im Vorbericht, Bernanke äußerte sich zur aktuellen Geldpolitik ja, in einer Art und Weise, die den Märkten eigentlich gar nicht besonders schmeckt, weil er sich bei der Politik, bei der Geldpolitik einen Spielraum offen gelassen hat. Also sprich, man überlegt, die Geldpolitik zu straffen. Das kommt an den Märkten nicht besonders gut an. Ich denke, dass wir in den kommenden Tagen beim DAX keine großartigen Gewinne erwarten können. Eher gehe ich von einer Seitwärtsbewegung aus in einer etwas breiteren Spanne. Sollten wir dann mittelfristig den Sprung auf über 8.500 Punkte wieder schaffen, dann kann die Rallye weitergehen. Herr Krollo, schauen wir uns mal Merck an. Das war ja der einzige Wert, der es heute trotz des schwachen Umfeldes geschafft hat, grüne Vorzeichen mit aus dem Handel zu nehmen. Waren es jetzt alleine die Analysten, die gestützt haben, oder gab es noch andere Meldungen? Ja, die Analyse hat auf jeden Fall dafür gesorgt. Sie hat die Aktie ins Lampenlicht gebracht. Man sieht bei Merck noch einiges an Potenzial. Man geht davon aus, dass ja einige sich in der Entwicklung be noch befindlichen Medikamente das Geschäft weiter ankurbeln könnten. Ich persönlich halte Merck ein wenig für überhitzt, wenn ich ehrlich bin, und würde eine Korrektur abwarten, um erneut einzusteigen. Ganz getreu dem Motto Sell on Good News, würde ich mal sagen. Ich würde dabei den Bereich unter 115 Euro im Auge behalten. Also Merck heute freundlich unterwegs. Sie warten mir erstmal den Rücksetzer ab. Ganz anders sieht es dagegen heute bei der Commerzbank aus. Die Marke von 8 Euro, die wurde erneut unterschritten. Wie geht es denn bei der Commerzbank weiter? Sehen wir bald möglicherweise sogar ein neues Allzeittief? Ja, Sie sagen es. Also das negative Chartbild allgemein bei der Commerzbank-Aktie gefällt mir gar nicht. Hinzu kommt die Kapitalerhöhung, die wir gesehen haben, welche natürlich auch zusätzlich für Druck gesorgt, für zusätzlichen Druck gesorgt hat. Dann der Aktiensplit verwässert momentan auch den Kurs in meinen Augen. Bis morgen werden nämlich noch die Bezugsrechte gehandelt. Ich denke, dass wir dann ab dem 29. Mai ein klareres Bild bekommen werden. Alles in allem halte ich die Commerzbank derzeit für zu heiß, um einzusteigen, um Ihre Frage zu beantworten. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir ein nächstes Tief sehen würden. Also hier erstmal die Finger weg von der Commerzbank. Wie sieht es im Moment bei den Versorgern aus? RWE und E.ON, sind die im Moment für die Privatanleger interessant? Ja, auch da, also der anhaltende Winter hat den Versorgern dieses Jahr ein gutes Quartal beschert, sodass wir da gute Zahlen gesehen haben. Aber das ist natürlich kein Indiz dafür, dass es im gesamten Jahr weitergehen wird. Die Energieversorger sehen ja selbst für die Zukunft auch schwere Zeiten auf sich zukommen. Die E.ON-Aktie dümpelte vor sich hin bei rund 13 Euro schon seit geraumer Zeit. Klar, wir waren drüber, aber so richtig von den 13 Euro kamen wir eigentlich nicht weg. Da fehlt es einfach an so einem Schub. Die RWE-Aktie sieht charttechnisch auch nicht besonders gut aus. Also wenn ich ehrlich bin, fehlt mir auch da momentan so ein wenig der Glaube an die Versorger. Herr Krollo, schauen wir uns mal den Markt allgemein an. Zuletzt ja doch eine deutliche Rallye an den Aktienmärkten. Das hat dafür oder dazu beigetragen, dass Gold und Silber immer weniger nachgefragt wurden. Können die Rohstoffe jetzt von diesen schwächelnden Aktienmärkten profitieren? Ja, also da bin ich entspannt bei den Edelmetallen, weil solange die Verschuldung weltweit steigt, wird man sich in Richtung Edelmetalle orientieren. Das ist klar. Klar ist aber auch, dass Gold derzeit auch sehr schwer zu handeln ist, weil wir eine starke Volatilität haben im Gold, auch im Silber, versteht sich. Deswegen sollten kurzfristig orientierte Anleger beim Goldpreis die Marke von rund 1300 Dollar im Auge behalten. Darunter wird es schwer, weil wenn wir uns jetzt ansehen, wo der Goldpreis noch vor einem halben Jahr war, bei rund 1800 Dollar, könnten wir davon ausgehen, dass wir bei, ja, nun rund 1380 bzw. 1300 Dollar circa den Boden auch gesehen haben.
Mittelfristig sehe ich bei Gold einen Preis von über 1500 Dollar mehr als realistisch. Steepe Kohle von GKFX. Dankeschön für diese Einschätzung. Sehr gerne.